Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battletech. Teil 15, glaube ich, haben wir schon. Und beim letzten Mal haben wir so einen Flashpoint gezockt, der ganz cool war. Von der Schwierigkeit zwar ein bisschen leicht, aber von der Story ziemlich geil. Mit so einer alten Stali-KI und bla, keine Ahnung. Super cool. Und ich habe mir gedacht, um sowas jetzt noch ein bisschen mehr hier vielleicht in die Videos zu kriegen, weil ich meine, die Missionen sind immer relativ Standard, höchstens die ganz hohen Schwierigkeitsgrade sind dann noch cool. Aber um ein bisschen sowas reinzukriegen, machen wir jetzt nicht mehr hier diese kleinen Lappenmissionen hier, sondern wir gucken, dass die Mechs alle auf Reparieren stehen, was sie tun. Ist auch nicht allzu viel Zeit, ist gar nicht so viel kaputt gegangen. Und dann werden wir jetzt einfach direkt ja, zum nächsten interessanten Punkt fliegen, sag ich mal. Hier unten geht nämlich nicht viel von der Schwierigkeit. Okay, hier ganz außen könnte man mal hin, um zu gucken, ob das hier vielleicht mal ein bisschen anders ist. Mit denen sind wir aber ziemlich verfeindet. Oder wir fliegen halt einfach direkt zum nächsten Flashpoint. Da haben wir hier einen, auch wieder aus Kurita, aber diesmal ein anderer Typ, der uns den Auftrag gibt. Dreier Schwierigkeit wäre nicht schlecht. Oder einen hier oben. Zweieinhalb Schwierigkeit. Oh, und hier für den Young. Okay, ist natürlich geil. Ah, okay, expires in 7 Days. Da kommt man also nicht mehr hin. Dann haben wir hier noch eins, auch für Draconis Kombinat, wieder in 85 Tagen. Und hier Marek, aber ganz niedrige Schwierigkeit in 176 Tagen. Hier das Draconis zu machen, wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir für den Typen schon zweimal gearbeitet haben. Und ich weiß nicht, ob das aufeinander aufbaut und man dann irgendwann den richtig geilen Shit da kriegt oder so. Aber am interessantesten wäre eigentlich das hier. Weil es die höchste Schwierigkeit hat. 39 Tage Flugzeit, hier 50 sogar. Hierhin 44. Okay, dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir den mit 39 Tage Flugzeit, das ist auch relativ weit weg. Und das heißt, hier der Young, der unsere Mechs repariert, der hat eine ganze Zeit nichts zu tun. Wir haben das also dann hier nicht perfekt ausgenutzt, was Zeit und sowas angeht und Effizienz. Und im Prinzip haben wir hier fast einen ganzen Monat, bezahlen wir Gehälter und alles, ohne dass wir was machen. Aber ist mir, wie gesagt, relativ egal. Wir gucken ja hier nicht aufs Maximum, was so geht. Und ja, ich sag mal, um jetzt so einen etwas höheren Punktewert zu kriegen und dafür aber dann die ganze Zeit irgendwie solche langweiligen Missionen zu machen, da habe ich irgendwie nicht so den Nerv drauf. Deswegen fliegen wir einfach jetzt zum Flashpoint und gucken mal, was da so geht. Vielleicht ist die Story ja cool. Ja, er sagt jetzt halt, dass er nichts mehr zu tun hat. Ich check mal kurz, ob der Sound läuft. Das tut er. Es kann aber sein, dass der Spielsound gerade nicht läuft, wobei ich das eigentlich umgestellt hatte beim letzten Mal. Kann ich jetzt gerade aber nicht kontrollieren. Ich hoffe also für euch, dass der Spielsound läuft, weil sonst ist das ja immer so ein bisschen lahm, wenn das irgendwie ohne alles läuft. Und sonst würdet ihr auch hören, wie ich hier nebenher Skittles esse oder so. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so geil. Oder einfach mal hier Kaffee trinke. So, aber hier haben wir ein kleines Event. Also wir stolpern über Tarzan, ist ja einer unserer MechWarrior. Und der spielt irgendwie an so einem normalen Medium-Laser rum. Alles mögliche durcheinander, Platinen liegen rum und so weiter. Und er meint jetzt, er könnte das Ding tunen, damit mehr Performance kommt. So, und jetzt kann ich sagen, ey, das ist nicht deine Aufgabe, lass das mal sein. Oder ich kann sagen, komm, mach weiter. Da es hier nur um einen Stock Medium Laser geht, darf der auf jeden Fall weiter dran rumfummeln. Okay, man hätte hier, wenn der Techniker oder irgendwas wäre, hätte man noch geilere Optionen, wo wahrscheinlich was Besseres rauskommt. Die hat der aber nicht. Deswegen sagen wir ihm einfach, okay Junge, komm, mach mal weiter. Okay, no lasting consequences, das heißt, er hampelt da rum. Später konnte er das, also er konnte es nicht so modifizieren, wie er es wollte. Er hat es aber geschafft, das genauso wieder zurückzubauen, wie es ursprünglich war. Er hat es auch doppelt und dreifach gecheckt. Deswegen keine lasting consequences. Wir haben den Laser behalten, haben aber nichts Besonderes bekommen. Man kann bei so einem Event es nämlich schaffen, dass Waffen auf Plus oder Plus Plus oder Plus 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 halt aufgewertet werden, was ziemlich geil ist.
ist jetzt bei Medium Laser, also ich meine, jede Aufwertung ist natürlich gut, aber es ist bei Medium Laser nicht so ultra relevant, ne? Plus 10 Damage kann man, glaube ich, maximal kriegen, was ziemlich geil ist, weil das ist dann irgendwie, ich glaube, ein Fünftel Schaden mehr oder ein Viertel Schaden mehr als das, was das Ding eigentlich kann, was ja schon echt nicht schlecht ist. Und ich meine, Medium Laser ist so ziemlich die effektivste Waffe überhaupt im Spiel. Das ist hier bei Battletech, das ist bei MechWarrior so, das ist auch im Brettspiel so, würde ich sagen. Ich meine, da könnten andere jetzt mit mir streiten, weil ich sag mal, auf dem Papier wäre zum Beispiel, Moment, muss ich hier gleich gucken. Da wäre zum Beispiel ein Small Laser natürlich auch geil, weil er nur einen Wärme macht, aber drei Schaden. Medium Laser macht drei Wärme, fünf Schaden. Hat aber natürlich die wesentlich bessere Reichweite und wiegt nur eine Tonne. Also overall ist ein Medium Laser einfach mega. So, jetzt gucken wir mal hier. Das ist das gleiche Bild wie aus dem Flashpoint, den wir schon gespielt haben. Darius. Okay. Hinweis zur Dobrev. Geil. Weil das war ja unsere. Unsere Mission. Wir haben quasi, wir sind jetzt, wir haben uns mit so einer KI verbündet, wenn man so will, und die haben wir mit auf unser Schiff genommen. Und wir jagen jetzt quasi so ein altes Sternenliga-Schiff, was irgendwo verschollen ist. So, sounds good. Okay, 50.000 könnte er. Ah, okay, wir können jetzt jemanden bestechen, damit, wenn wir da ankommen, weniger Stress haben. Ja, 50.000 ist nichts für uns, deswegen machen wir das natürlich. Okay, und wir haben einen neuen Flashpoint gekriegt. Auf Independence. Geil. Da wollen wir ja eigentlich hin. Okay, so, da müssen wir mal eben checken, wo das ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Reise ändern kann, während man hier in Transit ist. Headhunting. Federated Suns. Das ist New Vallis. Ne, der war gerade noch nicht da. Wäre aber auch interessant, aber ist ja was anderes. House Divided sind wir hin unterwegs. Wo ist denn Independence? Ist das wieder hier unten, wo wir hergekommen sind? Alter. Oh, das ist genau da, wo wir hergekommen sind. Wäre ja ziemlich doof, da jetzt direkt hinzufliegen. Andersrum, darum geht es eigentlich hier gerade, ne? Ich wollte noch mal eben gucken, wie viele Tage. Ah, ne, das ist Flashpoint-Kampagne. Okay, das ist gar nicht nach Zeit. Ja, pass auf, da machen wir Folgendes. Dann drehen wir jetzt nach hier rechts ab, weil die Schwierigkeit nämlich höher ist. Genau, wir drehen nach da ab. Das ist gar nicht so weit. Und dann machen wir diese Flashpoint-Kampagne und reisen dann, glaube ich, wenn sich jetzt nicht irgendwie was anderes ergibt, zu diesem Headhunting-Flashpoint zurück und machen den dann. Wahrscheinlich nicht in dem Video, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht schreibe ich es auch im Titel irgendwie dazu, dass das eine KI-Kampagne oder keine Ahnung. Wenn jetzt jemand keinen Bock hat, das hier zu gucken und stattdessen lieber sagt, oh, ich will aber wissen, wie es bei dieser Kampagne weitergeht. Ich werde die auf jeden Fall machen, denn ich kenne die selber nicht. Das ist ja nicht die, hat ja nichts mit der normalen Kampagne zu tun, die man hier im Spiel spielen kann, so. Und deswegen bin ich da selber sehr gespannt. Genau wie überhaupt bei den ganzen Flashpoints. Ich habe halt den mit dem Hatchetman durchgezockt. Hier jetzt leider irgendwie nicht, weil ich die Folgemission verpasst habe oder so. Aber die habe ich durchgezockt und noch eine andere. Die ganzen anderen kenne ich gar nicht. Deswegen gucken wir mal, was hier so geht. House Davion haben wir eh einen guten Ruf. Ja, wieder Financial Report. Ich sage ja, durch das Hin- und Hergereise ist das natürlich nicht ideal so für Kohle und für Effizienz. Aber was soll's. So. Okay. Lady Alexandra Cunningham, Abgeordnete hier von Haus Davion, konnte uns leider nicht persönlich irgendwie sagen, worum es geht. Aber okay. Weil das hier im taurischen Bereich ist, wollte sie da lieber nicht hinkommen, weil zwischen den föderierten Sonnen, Vereinigten Sonnen und taurischen Konkordat ist gerade ein bisschen Stress. Kann ich verstehen, haben wir auch gut mit zu beigetragen. So, worum geht's? Wir müssen Piraten jagen. Okay. Die Flag Jackals. Okay, die sind wohl immer gezielt auf Davion-Schiffe gegangen. Die haben die Crew jeweils immer getötet. Und haben sich dann wieder auf die taurische Seite der Grenze verpisst, bevor Davion irgendwie was dagegen machen konnte. Okay, und deswegen gibt es hier Fettkohle für die, die diese Leute jagen. Ja, ist ja wohl perfekt, perfekt für uns.
Jetzt fragt Sumaya hier, ob das eher so ein, ist das Schalte alle aus Mission oder schneid dem Herr der Schlange den Kopf ab und dann stirbt schon der Rest so. Er sagt jetzt hier, er ist ein bisschen von beidem. Wir müssen entweder die Jackals Leader, das sind wohl zwei, killen. Okay, aber Darius denkt auch, dass Lady Cunningham auch sicherlich begeistert ist, wenn wir einfach alle Piraten platt machen. Okay, jetzt können wir sagen, sag mir was zu den Leadern. Warum nur einen? Wir sollten beide killen. Okay, es ist also ein Kampf, gefolgt von einem Assassination Contract auf einem von unseren beiden Zielen. Ich würde ja am liebsten alles machen, also einfach alle und alles vernichten. Aber ich mache mal das hier, also Fat Battle und dann alle noch kaputt machen, also die Leader. So. Er sagt ja, okay, und wo ist jetzt das Problem? Warum bin ich hier? Sagt der Young, das ist ja hier unser Techniker. Pulslaser und Ghost Rifles. Okay, das heißt, Darius sagt, dass die Flak Jackals wohl sehr fortschrittliche Mechs oder zumindest nicht Standard-Mech-Konfigurationen haben. Und da ist wohl Lost Tech Weaponry zu holen, was ja geil wäre. Okay, bla bla bla, alles klar. Los geht's. Komm, ich will die alle kaputt machen. Und am besten ein paar Pulslaser erobern. Dann, was ich vorhin gesagt habe mit der Waffeneffizienz und mit dem, was die beste Waffe ist, mit dem Medium Laser, gilt auch für den Medium Puls, meine ich. Der wiegt, glaube ich, etwas mehr. Wir gehen mal auf Maximum Beute. Wir müssen demnächst mal wegen Kohle gucken. Der wiegt ein bisschen mehr, aber Puls sowieso geil. So, wir werden natürlich nicht dieses Setup nehmen hier, was wir in der letzten Mission da hatten, sondern wir testen mal die Marek Banshee, war nämlich noch nicht im Einsatz. Der Grasshopper bleibt, das ist okay. Wir nehmen hier die Marek Banshee. Wobei, nee, der Hitze, da nehmen wir lieber den mit den beiden KSR. Das ist der mit der LSR-20. Dann nehmen wir den dahin. Die Banshee hierhin. So, und ich wollte ja immer einen Marauder dabei haben wegen Schadensreduktion. Machen wir auch. Der Marauder kommt mit. Hier können wir Hitze runter machen, wobei ich glaube, die Banshee sollte eigentlich nicht unbedingt Hitzeprobleme haben. Heat Efficiency so halb ungefähr steht da. Jetzt sind die alle relativ ähnlich. Der Grasshopper noch mit am besten, aber wenn der halt ständig springt, ist das nicht so geil mit Hitze. Also machen wir es so. Nehmen wir zwei Assault, zwei schwere Mechs mit, haben einen Springer dabei, das ist ganz cool. Ich würde ganz gerne noch nicht hier die besten Piloten einsetzen. Wir nehmen mal Mockingbird mit. Die darf die Banshee steuern. Und Tarzan nehmen wir auch mit, der an dem Medium Laser rumgefummelt hat. Einfach, weil ich, genau, der kann das auch mit der Hitze, ist bei Marauder ganz gut. Einfach, oh hier, Polar, das heißt, Hitze wird eh kein Problem. Nein, aber einfach, weil der die Werte noch nicht so hoch hat. Ich will gucken, dass ich meine Piloten alle aufs Maximum kriege. Damit ich zum einen immer eine gewisse Auswahl habe und zum anderen auch einfach, ja, wenn einer ausfällt, immer auch einen geilen Ersatz habe und nicht so einen Lappen nehmen muss, der dann irgendwie die ganze Zeit nicht trifft. Okay. Do as much damage as you can. Na, ich bin gespannt. Okay, eine Lanze angeblich. Erstmal alles nach vorne. Das wäre schon mal ein toller Start für eine Lanze. 80 Tonnen Fahrzeug, noch ein Fahrzeug. 80 Tonnen in der Regel Schreck oder wie heißt der andere Spinner? Demolisher. Gucken wir mal. Noch ein 80 Tonner, ein Mech, 60 Tonnen. Hier ist ein LBX Demolisher, aber nicht aufgepanzert. Gehen wir direkt erstmal auf den. Ja, sind jetzt schon intern. Heißt, mit dem nächsten, womit wir drauf schießen, werden wir den killen. Machen wir mit dem Marauder einfach. Ja, die drei Waffen, los geht's. Ja, okay. Vielleicht kriegen wir den Bulldog noch raus. Laut dem Ziel hier gehörte der echt zu der Lanze. Das ist schon ein bisschen Iron.
Weil ich dachte, jetzt geht's direkt voll ab hier. Na, vielleicht kriegen die auch noch Verstärkung. Mal gucken. So, Mockingbird sitzt in dem... Ah, in der Banshee. Ja, weil ich sowieso jetzt noch relativ weit weg bin, schieße ich erstmal hier drauf. Geil, direkt kaputt. Hatte wohl kaum was an Panzerung. Ja, sicher. Genau ein Treffer und genau auf den Kopf. Dummen Penner. So, der Highlander. Ah, okay. Kann zumindest alles schießen, was in Reichweite ist. Auch direkt mit einem Treffer intern. Okay, aber ist so easy game. Also wenn jetzt nicht... Ah ja, da sind sie. Wollte gerade sagen, sofern nämlich jetzt hier nicht Verstärkung oder so kommen. Tonnen, naja. Sowas immer ärgerlich mit dem Kopftreffer direkt. Ja, ich spring trotzdem einfach nach vorne. Gehe auf den Tank. Das ist auch ein LBX Demolisher. Geil, hat gereicht. Wahrscheinlich hat er beim anderen unterschiedliche Bereiche, also einmal den Turm getroffen oder so. 45 Tonner, also Mech-technisch ist das nix. Ich meine, wenn die irgendwas, ne, der hier ist Standard, wenn die irgendwas Besonderes hätten, also wirklich alle mit Pulslasern oder so, könnte man ja vielleicht mal reden, aber das ist ja hier alles nix. Ich meine, von der angegebenen Schwierigkeit waren wir, glaube ich, bei 3,5 oder bei 4. Muss gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall jetzt nicht so ganz wenig. Offenbar auch nicht so der beste Pilot da drin, hat fast nichts getroffen. So, Banshee, Vollgas. Leider noch nicht in MG-Reichweite. Ist aber egal, reicht auch so für das Ding. So, Lanze zerstört. Jetzt kümmern wir uns nur noch um die Verstärkung. Gerade nichts in Reichweite, dann sprinten wir einmal. Highlander ist echt verdammt lahm. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Oh, Hunchback. Das ist der Laser-Hunchback oder Disco-Hunchback. Eigentlich ziemlich stark, aber ich meine, es ist trotzdem nur 50 Tonner. Da hinten der 45 Tonnen mit PPK ist wahrscheinlich ein Vindicator. So, jetzt erstmal im Marauder. Oh, hier ist das perfekte Feld. Zwei Evasion und Deckung. Und dann machen wir den Hunchback erstmal kaputt. Sah so aus, als hätte der alles getroffen, obwohl ich nur 70% overall hatte. Antrefferwahrscheinlichkeit. 70 Tonner. Mit AK, PPK, vielleicht Kataphrakt. So, Megasaurus. Geil, dass der schon bis hier hinkommt, denn jetzt geht's richtig ab. Und es ist ein Kataphrakt, wer hätte das gedacht. So, wir machen direkt mal den Coolant Vent an. Ist wahrscheinlich ein bisschen verfrüht, aber ist egal. Und jetzt hier alles, Junge. Na, er steht noch. Ist aber nicht mehr viel dran, der wird jetzt gleich down gehen, denke ich. 2 PPK, 70 Tonner, Warhammer. Denke ich. Ja. 6R, der Standard-Warhammer. So, Benji. Ja, die ist hier sicherlich immer noch nicht in der MG-Reichweite. Nehmen wir auch das Feld für einfach ein bisschen Schutz. Geil, die Benji über den Kopf größer als der Marauder, der davor steht. Hat genau drüber geschossen. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Benji ist eh ein super geiles Teil, finde ich. Naja. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. So, und der Highlander, der kommt nicht mehr als auf einen Evasion-Marker. Ich hatte ja schon ein paar Mal überlegt, dem doch wieder die Sprungdüsen zu geben, die er eigentlich hat. Würden dem wahrscheinlich ganz gut tun. Ja, hier ist tatsächlich ein Vindicator. Auf den gehe ich auch erstmal, weil er, also die haben alle ein bisschen hier Damage Reduction, aber er hat wenig Evasion und hält sowieso von den drei auch am wenigsten aus. Deswegen mal gucken, wenn der... Ah, ne, er ist gelaufen. Okay.
hätte sonst gesagt, wenn der jetzt springt und dann schlecht steht, dann hätte ich vielleicht geswitcht, aber so glaube ich, werde ich jetzt erstmal auf den Vindicator gehen. So, alles in Reichweite, dann lasse ich den Marauder einfach stehen. Zwar nicht ideal für die Medium Laser gewesen, aber ist schon okay. Grasshopper hat jetzt, naja, was heißt? Eigentlich hat er noch relativ wenig gefressen, aber die fokussieren sich halt drauf. Geht mir immer ein bisschen auf den Sack, sowas. So, der Warhammer ist noch dran. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde auch springen, damit ich mehr Evasion bekomme. Und Vigilance gleich anschmeißen. Okay, dann gehen wir mal nach hier. Ist nicht die beste Position, aber ich will einfach wieder alles schießen. Eigentlich ja auf den Vindicator, ne? Ja, machen wir auch. Jawohl. Das war ein Vindicator. Noch ein Ace Pilot. Das ist ganz cool. Die können schießen und dann halt erst laufen, wenn sie das möchten. Ja gut, gehen wir mal ein Stück vor. Nehmen wir jetzt den Kataphrakt, weil er einfach im Moment keinen Schutz hat. Ihr habt vielleicht gesehen bei der Banshee, obwohl das hier Polargebiet ist und ich nur wirklich vier Laser geschossen habe, zwei schwere, zwei mittlere, baut der trotzdem recht gut Hitze auf. Aber die Idee bei dem war ja auch, dass wir. Nee, ein Stück laufen. Die Idee war ja auch bei dem, dass wir rangehen und dann in MG-Reichweite kommen oder sogar noch besser zuschlagen und die MGs dann mitschießen. Weil der ja auch Armmods und sowas hat und ganz gut Nahkampfdamage macht. Schöner Wirkungstreffer hier, würde ich mal sagen. So, der Grasshopper ist wieder dran. Vielleicht kriege ich das Kataphrakt ja raus. Wahrscheinlich sogar. Jawohl. Schön konsequent in jeder Runde ein Mech weggemacht hier. So muss es sein. Na, der Warhammer steht da natürlich ein bisschen geschützt, aber egal. Machen wir auch noch kaputt, Junge. Ah, okay. Gerade noch gesagt und dann läuft er jetzt halt einfach mal hier so hin, damit ich ihn noch besser treffen kann. Ja, ist in Ordnung. Dann jetzt einfach mit allem ran und drauf. Warhammer hat auch irgend so ein besonderes Modul drin. Da weiß ich aber gerade gar nicht, was das macht. Scheiße, genau noch außer Reichweite von den MGs. Der war im Center Torso schon zu. Ja, okay. Oh, geil, Head Destroyed. Komplette Beute Warhammer. Nicely done. Ja, okay. Also, hier war jetzt noch nichts mit besonderen Mechs oder mit ihr. Ja, okay, die LBX Demolisher. Vielleicht können wir der LBX Autokanone erbeuten. Megasaurus einmal einfach verletzt. Okay, aber wir haben ja genug Piloten. So, an Beute. Jawohl, der Warhammer wäre komplett verfügbar, weil halt der Kopf kaputt ist. Aber da sind Laser, keine LBX-AKs. Verbessertes Targeting-System mit plus 3 für Missiles, das nehmen wir mal mit. LBX-Ammo, ja geil, aber ich hätte lieber so eine Knarre gehabt. Ammo habe ich schon ein paar Mal in den Stores so gesehen hier, aber keine LBX-AK selbst. Hier sind nur die Laser mit verbesserter Accuracy oder mehr Crit-Wahrscheinlichkeit, aber eigentlich finde ich nur die mit dem extra Damage richtig geil. Heißt, ich nehme das nicht, sondern ich nehme hier, wobei ich sehe gerade, ich brauche nur einen Warhammer-Teil, dann habe ich den komplett. Einen Handspeck-Teil habe ich den komplett. Okay, und einen Vindicator-Teil habe ich den auch komplett. Denn damit sind wieder drei Mechs vollständig, die ich theoretisch dann verkaufen könnte oder so. Ich meine, Warhammer kann man mal als Reserve behalten, aber ich habe sowieso genug. Und an sich müsste das Targeting-System in den Archer, weil der eh mit Raketen voll ist hier. So, die kommen erstmal alle in Storage. Zack. Headhunting 2. So, nicely done. Ja, finde ich auch. Okay, wir haben die Attention, also die Aufmerksamkeit jetzt von denen gekriegt. Ist ja auch klar, weil wir denen irgendwie was kaputt gemacht haben. So, die haben sich aufgeteilt. Eine ist wohl eine Frau, ist Richtung Norden gegangen und der Bruder Dominik ist ganz in den Osten gelaufen.
Ah, okay. Es sind einige Mercenary Companies schon auf unseren Fersen quasi, weil die sich der Action anschließen wollen und das Kopfgeld kassieren möchten oder so. Deswegen werden wir nicht in der Lage sein, beide rauszunehmen. Deswegen müssen wir uns für einen entscheiden. Gauss Rifles oder Pulse Lasers? Ah, okay. Ja, sie sagt natürlich, hier geht es darum, wer lebt, wer stirbt und bla bla. So, aber für uns geht es darum, ob wir eine Gauss Rifle wollen wohl oder eher Pulse Laser. Pulse Laser eigentlich geil, aber Gauss Rifle ist eigentlich immer nur in richtig fetten Mechs drin. Es gibt zwar so einen beschissenen Mech, Holländer irgendwas oder so, da heißt der einfach nur Holländer, der glaube ich nur 45 Tonnen hat, eine Gauss Rifle, was ja ganz geil ist eigentlich. Der Mech ist auch gar nicht so schlecht, sieht nur doof aus und hat einen blöden Namen. Aber eine Gauss Rifle ist zum Beispiel auch im Highlander drin. Und deswegen würde ich gerne lieber auf den Highlander-Typen gehen. Oder auf den Gauss Rifle-Typen gehen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht so einen geilen Highlander noch kriegen. So, Orchid hat Double Heat Sinks und Pulse Laser. Und Dominic hat eine Gauss Rifle. Okay, Double Heat Sinks auch geil. Boah. Scheiße, also Gauss Rifle natürlich viel geiler als Pulse Laser, würde ich sagen, erstmal, wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste. Aber Double Heat Sinks sind natürlich auch richtig schick. Naja, ich gehe trotzdem auf die Gauss Rifle. Dominic Gauss Rifle, also Dominic. The Sniper, it is. Okay. Sniper, dann könnte es wahrscheinlich echt ein Holländer sein. Weil das ist genau die, wir lassen die Aufstellung so, wie sie ist, weil das ist genau die Aufgabe von einem Holländer. Der ist, meine ich, relativ schnell, hat halt nur 45 Tonnen, aber diese mega fette Waffe, 3,5 Schwierigkeit sehe ich gerade, heißt, der rennt eigentlich die ganze Zeit immer nur über Spielfeld und ballert immer nur diese Gauss Rifle. So ähnlich wie das die PPK-Zikade macht. Also es gibt eine Zikade, die ist sehr schnell, hat kaum Panzerung, hat aber eine PPK. Und die macht genau das Gleiche. Rennt die ganze Zeit rum, wird kaum getroffen und schießt halt konstant jede Runde diese PPK. Ist a Sniper. He likes to sit back and punch holes. Tja, equipped to facilitate that. Schauen wir mal. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen was an. Hätten wir den anderen Highlander vielleicht eingepackt mit der LSR-20 statt der 10er und mit den zwei SRMs. Aber okay, ist egal. Wir gehen einfach ran, machen alles kaputt. Eigentlich wie immer. Mir wurde ja gerade empfohlen, ja, guck mal, dass du quasi auf Messerreichweite kommst, also so Nahkampfreichweite. Dafür haben wir den Grasshopper natürlich und eigentlich auch die Banshee, wenn sie denn irgendwann mal ankommt. Ja, wir machen erstmal Reserve. Ich muss aber vielleicht trotzdem ein kleines bisschen hier aufpassen, weil es gibt Forces, es gibt Reinforcements und halt den Assassinator, also den Typen, den ich assassinaten muss. Deswegen einfach nur so nach vorne laufen ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber was steht hier noch hinter? 45, 50 Tonnen. Okay, das ist eigentlich alles nicht so der Knaller. Scheiß, dass er so gut geschützt ist. Aber da ich ihn nun mal jetzt hier sehe, gehen halt alle auf ihn. Die sind jetzt auch komplett aufgepanzert. Wäre ja auch albern, wenn nicht. Ja, da hat man ganz gut den Unterschied, den Geschwindigkeitsunterschied von Banshee und Highlander gesehen. Man ist ja auch so, eine Banshee ist schneller, aber trotzdem ja, weiß ich nicht, ist der halt sehr langsam. Das könnte schon ein Gauss gewesen sein von da rechts. Aber keine Ahnung. Habe nämlich jetzt gerade verlabert, wie der Sound war. Nochmal ein Disco-Handspeck. Ist schon ordentlich, was da steht. Also ist jetzt nicht übermächtig, aber ist schon nicht ohne. Vor allem, weil es halt alles komplett aufgepanzert ist. Okay, ist jetzt der Einzige, der keinen Schutz hat. Die beiden haben. Ja, wir gehen auf jeden Fall weiter ran.
Wir gucken jetzt mal nach den Trefferwahrscheinlichkeiten. Okay, ihn treffe ich schlecht. Bleiben wir auf dem Katapult K2, der ist jetzt immerhin schon an ein paar Stellen offen. Ist zwar ein bisschen, ich sag mal, Verschwendung der Feuerkraft, ne? Weil ja halt ein bisschen der Damage gefressen wird, also 40% wird ja reduziert. Aber egal. So, hier sind wir schon MG-Reichweite. Okay, einfach ran und voll drauf. Machen wir Vigilance an. Linker Arm ab, also hat er schon mal die halbe Bewaffnung quasi weg. Torso auch ab. Gegen Knochenkatapult. Katapult eigentlich immer geil. Alle Varianten davon sind cool. Auch diese komische K2 hier ist ziemlich geil. Jetzt kein Damage Reduction mehr. Okay, und gut getroffen. Der ist schon mal weg. Sehr schön. Jetzt können wir eigentlich auf den hier gehen, weil er nämlich zwar Evasion, aber keine Damage Reduction hat. Standard-Katapult. Ja, sehr schön. Geil. Beide Arme weg. Torso. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, der hat zwei Medium Laser im Center und einen jeweils im linken, rechten Torso. Und als Arme hat er halt diese Raketenpots, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das stimmt. Worauf ich hinaus will, er hat halt kaum noch Waffen. Der Handspeck macht schon Schaden. Ne, drei Medium Laser. Ja doch, einen und dann die anderen beiden wahrscheinlich hier. Ja, so wie ich gesagt habe, geil. So. Wer ist dran? Tarzan im Marauder. Ich würde den ja gerne rausnehmen jetzt. Ich gehe trotzdem mal hier hin. Vielleicht gleich einmal in Nahkampf zu gehen. Ja, ich treffe ihn aber gut mit allen Waffen. Vielleicht reicht das. Ne, leider nicht. Okay, ich denke da, oder war das das Gauss-Geschütz? Ich weiß es nicht. Also ich denke, da werde ich aber nicht ohne beschädigte Mechs, also richtig beschädigte Mechs rauskommen, weil Marauder und Grasshopper haben jetzt schon einiges an Panzerung verloren. Schade, kommen immer noch nicht zum Zuhauen. Machen wir mal so. Hätte die LSR sekundär auf ihn da schießen sollen, aber ist egal. Oh, gut Damage. Die verbesserten KSR sind einfach mega. Also 12 Schaden statt 8 pro Treffer ist richtig krass. Standard-Griffin. Hätte ja gedacht, der geht hier auf die Banshee, wobei sich dazwischen zu stellen. Okay, ist aber ganz geil beim Grasshopper. Einmal kann er das ab, obwohl das schon echt viel Feuer war.
Aber jetzt muss ich echt auf den Grasshopper aufpassen, weil ihr seht, das ist super verteilt, aber der hat jetzt überall Schäden schon. So, und wir gehen jetzt voll auf den Hunchback und geben denen gleich hier mal ein anderes Ziel. Bleiben weiter auf dem Grasshopper. Ach so, ist voll der Berg hier, voll so ein Absatz. Da komme ich also gar nicht so leicht hoch. Ich könnte weiter hier rumlaufen, mache ich auch und gehe mit den beiden Dicken darüber. Jawohl. Haben die eine Menge M-Laser dabei? Das Katapult 4, R8, der Blackjack hat auch 4. Könnte einfach nur ein Large Laser gewesen sein, keine Ahnung. So, und jetzt haben wir endlich mal einen Nahkampfangriff. 140 Schaden mit Melee plus die MGs. Jawohl, direkt mal ein Bein abgetrennt. Geil. Und umgekippt. Mega, so muss das sein. So, und das ist eigentlich jetzt schon ein super Ziel für die alle. Machen ihn jetzt schon mal an. Krass, was der Highlander an Damage macht, das gefällt mir richtig gut. Gut, dass der kaputt gegangen ist. Ich wollte einfach nur vor allem mit dem Grasshopper zurück, damit der nicht noch kaputt geht oder so. Shadowhawk. Okay, war dann echt nur ein Large Laser. Ist ein Grasshopper. Standard Grasshopper wohl. Und das wird der Assassin. Zu assassinierende Mech sein. 65 Tonnen. Und dann Gauss. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Highlander und Dings. Also wir werden ja auf jeden Fall erstmal hierhin vorrücken und die jetzt alle fertig machen. Das ist eine gute Position. Gehen wir erstmal auf den Grasshopper. Ich meine, der hält auch einiges aus, aber trotzdem. Blöd, dass die Banshee einen Kopftreffer hat. Ich würde jetzt gerne nicht zu sehr nach vorne da, also eigentlich schon, aber sobald der über den Hügel kommt, kann der die Gauss schießen. Dann gehen wir lieber hier hin. Und mal gucken, wenn die jetzt näher kommen, dann gehen wir noch ein bisschen ran. Ich glaube, der ist im Center jetzt schon offen. Was ziemlich geil wäre, weil der hat ohne Ende Panzerung. Ja. Können wir vielleicht ein, zweimal gezielt auf den Center schießen, dann ist der eventuell schon erledigt. Jetzt ist der Shadowhawk, der kaum Panzerung hat. Weil zwei Medium Laser. Ja, 2D, das ist der, genau, der hat fast nichts an Panzerung. Also der ist ruckzuck kaputt, aber ist halt ziemlich gut bewaffnet für für sein Gewicht. Glaube, wir schießen es jetzt einfach hier aus. Okay, ich mache das tatsächlich mal mit dem Center. Okay, ist im rechten Torso auf. Aber wir gehen mal gezielt auf den Center. Sah auch gut aus. Jawohl, perfekt. Das hätte nämlich sonst noch locker 2 Runden dauern können, bis man so einen Grasshopper weg hat. Aber so ist es natürlich easy game. Ist doch ein Vierter dabei, also 2 vollständige Lanzen. Ja, sieht man jetzt da ja auch. Tja, Grasshopper. Erstmal safe.
So, der Highlander kann durchaus stehen bleiben. Die Banshee will aber ran. Soll ich mit ihm vielleicht doch auch rangehen ein bisschen? Treffe aber eigentlich ganz gut von hier. Ich werde jetzt auf den Shadowhawk dann gehen. Ja, schon. Das ist das Problem an dem Ding. Das ist geil mit den Waffen, aber der muss einfach einen richtig hohen Evasion-Wert haben, damit sowas halt nicht passiert. Da würde ich den Link sogar schon kriegen. Na komm, wir gehen mal mit der Banshee ran. Ist zwar nicht ideal. Machen wir mal Vigilance an hier. Okay, der kann eigentlich nichts mehr. Ich glaube, der hat dann auch jetzt quasi nichts mehr an Waffen. Ja, wieder Elite-Piloten da drin. Könnten jetzt direkt nochmal mit der Banshee ziehen. Und nicht in den Nahkampf. Warum das denn? Weil der da so tief steht oder was? Komisch. So, ihn sehe ich nicht. Also könnte der Marauder jetzt auf den Griffin gehen oder aufs Katapult? Wahrscheinlich auf den Griffin. Ja, lasse ich den Marauder nochmal stehen, gehe auf den Griffin. Einfach wegen guter Trefferwahrscheinlichkeit und ich sag mal, der steht in einer guten Position. Also ich kriege dadurch zwar keinen Evasion, aber ich habe die 40% Schadensreduktion. Das Katapult zackt ein bisschen. Ja, ich mach's einfach mal. Ich gehe näher hin und guck, dass ich mit einem anderen den gleich krieg. Jetzt auch nochmal auf den Griffin. Shit, ich hätte Vigilance wieder anmachen müssen, habe ich vergessen. Kacke. Jetzt darf der Grasshopper wieder mitspielen. Ah, okay, er kriegt den vielleicht. Dann machen wir sogar hier mit Precision Strike. Jawohl, perfekt. Griffin ist auch schon halb fertig. Mal gucken, ob ich den noch vernünftig krieg von hier. Ja. Head destroyed, sehr schön. So, Katapult und unser Gauss Rifle Mag mit 65 Tonnen. Was kann das sein? Thunderbolt? Quasi Tontauben schießen hier. Einfach stehen bleiben und alles immer raus. Vigilance auf jeden Fall an. Erstmal coolen. Coolant Vent. Ab in den Nahkampf, Junge. 140 Damage gebündelt. Auch ein Kopftreffer dabei ist natürlich nicht schlecht. Okay, der Highlander muss sich jetzt bewegen, denn ich sehe den nicht mehr, aber hier sehe ich ihn wieder. Sehr schön. Auch Cooling an. Kurz überlegt, ob ich einen Todessprung machen soll. Aber den können wir auch einfach so kaputt machen. Wir haben es immer noch geschafft, dass der Grasshopper keine internen Schäden hat. Deswegen so soll es auch bleiben, am besten für die Mission. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier, unseren Gauss-Menschen da vorne. Okay, der hat sich diese Runde schon bewegt. Das heißt, ich kann durchaus mal einfach so was hier machen.
da so komisch hinter der Kuppe. Da würde ich ihn schon sehen, aber das will ich ja gar nicht. Wobei, ja, okay, wenn er jetzt darüber kommt, sieht er mich wohl eh. Macht er aber nicht. Gut, da, also ich meine, wenn der hier vorne gleich irgendwo steht, dann kann ich den ja super easy wegmachen. Okay, machen wir einfach mal das. Und was haben wir hier? Custom Jägermech mit zwei Gauss-Rifeln. Geil. Aber kaum Panzerung. Alter, fett. Gibt Gif für Gif. Da ist nur indirektes Feuer gerade möglich. Ich hätte jetzt auch nochmal sprinten können, aber nee, wir geben ihm schon mal einen. Schon mal guten Tag sagen. Und er schießt noch nicht mal. Okay. Gut für uns. Schlecht für ihn. Ah, komme ich nicht hin. Aber er kommt da hin. Natürlich ordentlich Schadensreduktion jetzt gerade. Sah geil aus. Eigentlich will ich den gar nicht kaputt machen. Ich will den Mech direkt so haben, wie er ist. Weil hier Gauss Rifle Destroyed ist natürlich scheiße. Aber kann sein, dass wir als Missionsbelohnung quasi das sowieso irgendwie dann kriegen. Unabhängig davon, ob man den jetzt hier zerstört oder was auch immer. Wobei ich meine, man muss ihn ja zerstören für die Mission. So, Area cleared. Sister on the run, ja. Lost Tech is ours. Let's bring our people home. Okay, Flak Jackals sind so gut wie auseinander. Also haben sich verstreut, sind quasi erledigt. Und jetzt bin ich auf die Sonderbelohnung gespannt. Also einmal natürlich einfach so auf Beute hier. Wieder einer verwundet, okay. Cockpit-Mod, aber ich habe keine Ghost Rifle gesehen. Shadowhawk, AK, Laser. 5 Milliarden Heatsinks. Oh, zwei verbesserte Targeting-Systems. Und der Cockpit-Mod. Katapult, K2, Grasshopper, Griffin, Shadowhawk. Nee, okay, der Mech steht hier auch komplett nicht. Also es müsste ja zumindest ein Teil von dem Jäger-Mech da sein. Das aber so ein besonderer ist, denke ich mal, der wird vielleicht hoffentlich gleich inkomplett uns gehören. Ich nehme einen Blackjack-Teil, damit er vollständig ist. Dann werde ich diesen Cockpit-Mod mitnehmen, weil der ist nämlich total geil, weil wiegt nichts, aber macht ein Injury-Resist, ein Punkt. Deswegen hätte wir zum Beispiel gerade der Typ wäre dann nicht verletzt worden, trotz Kopftreffer. So, und Targeting für Energy. Ach, wir nehmen beide mit. Okay, und jetzt noch irgendein Mech-Teil. Hier, Grasshopper, glaube ich, habe ich gesehen. Genau. Nehmen wir einen Teil Grasshopper noch mit. Bam. Haben eh noch was dazu gekriegt. Alles gut. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch da die Schwester jagen, die Medium Puls und die Double Heatsinks abräumen. Oder der anbieten, dass die sich uns anschließt mit ihrem Mech. So, Blackjack 1, okay, ja, der ist maximal was für den Verkauf jetzt. So, und jetzt schauen wir mal. So, Dominic Zhao ist no more. Flak Jackals have scattered. Ja. Okay, wenn ihre Schwester sich jemals da nochmal zeigen sollte, dann wird sie sicherlich nicht mehr Davion weiterjagen oder das Davion Supply Ships jagen. Ja, nicely done, Clarence. Also, das sind ja wir, ne? Die Cunningham wird das bestimmt ganz toll finden. So, und er wird auch zufrieden sein, wenn er endlich die Lost Tech in die Hände kriegt. Geile Tastatur übrigens da hinten.
Okay, wir haben heute gute Arbeit geleistet, bla bla bla. Jetzt lasst uns die Belohnung einsacken. So. Gauss-Ammo, Gauss-Ammo, Gauss-Rifle, Gauss-Rifle. Okay, zwei Gauss-Rifle kriegen wir, eine Gauss-Ammo. Eine verbesserte LSR-10, sehr schön. Egmont, okay, verbesserte AK-5, verbesserte KSR-2 und ein Panther-Anteil. Toll, der hätte ja gedacht, ich kriege jetzt wenigstens nochmal diesen kompletten Jäger-Mech oder so. Ach ja, und eine Million extra. Aber okay, wir haben zwei Gauss-Rifles, das ist ja jetzt auch schon mal was. So, da müsste man mal gucken, wo man die hier sinnvoll einbaut. Wahrscheinlich tatsächlich in so einen Highlander. Werden wir mal unsere Highlander verbessern. Wobei der hier kann das gar nicht. Das ist natürlich schon geil. Kann sein, weil das hier diese Irgendwas-Variante ist. Weil normalerweise hat der Highlander, ja, sind beides DPs, Mist. Das heißt, die können das nicht tragen. In Jägermech packe ich das ganz bestimmt nicht. Thunderbolt kann das nicht tragen. Marauder kann das theoretisch tragen. Vielleicht keine schlechte Idee. Schade, diese Banshee nicht. Die S könnte es. Battlemaster könnte das theoretisch tragen. Der auch, der auch. Oh, für einen Zeus wäre das eine passende Waffe anstelle der AK-10. Ist aber im Arm, ist mir ein bisschen zu kritisch. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal bei diesem einen. Ah, der hat schon eine verbesserte LSR-10. Okay. Sonst hätte ich gesagt, bekommt der jetzt erstmal diese fette LSR-10, aber hat er sowieso schon. Und hier ist auch ein verbesserter Cockpit-Mod drin. Der wiegt, glaube ich, auch was, aber der verhindert dann sogar drei. Ne, der wiegt auch nichts und verhindert drei Injuries. Das ist natürlich richtig fett. So, verbessert, verbessert. Auch schon die verbesserte. Hier auch alles verbessert. Hier könnte man noch, ist aber halt im Arm. Ich guck mal eben, was wir da an Lasern so haben. Medium Laser mit Plus Damage haben wir gar nicht. Nur mit verbesserter Trefferwahrscheinlichkeit. Ah, doch, hier ist Plus Damage. Aber haben wir nur einen. Ne, lassen wir so. Gucken wir einmal bei Small Lasern. Verbesserte Zielgenauigkeit, aber nicht extra Schaden. Ne, okay, dann bleibt der halt so, wie er ist. Der andere auch. Und die Gauss-Rifles bleiben erstmal quasi. Ja, wir gucken einmal beim Marauder. Ansonsten würde ich sagen, bleiben die erstmal auf Halde. Und kommen dann irgendwann in einen Mech, der das halt vernünftig tragen kann. Wo sind die Dinger? Gauss-Rifle, 75 Schaden, wiegt 15 Tonnen, Alter. Naja gut, man macht halt 15 Tonnen, 75 Schaden auf eine große Distanz. So, weiter geht die Aufnahme. Also für euch sowieso in einem durch, aber ich musste gerade pausieren, weil ich hier einen Anruf hatte. Also, wo war ich? Ach genau, bei der Gauss und dass die so viel wiegt, das ist natürlich schon mal richtig krass. Also, was. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine eigentlich, dass eine Gauss, wobei vielleicht war es nicht ganz der gleiche Schaden, aber eine Gauss macht fast so viel Damage wie eine AK-20, aber eben dann auf diese Distanz. Das ist natürlich richtig fett und macht kaum was an Hitze. Hat, glaube ich, den Nachteil, dass wenn die getroffen wird, gekrittet, genau, steht da unten auch, dann explodiert die. Und nimmt die ganze Location direkt mit, was natürlich kacke ist. Ultra AK-2 sehe ich gerade, haben wir auch einen. Und eine Ultra AK-20, Junge. Geil. Naja, okay, mal gucken, wo wir die reinbauen. Aber im Moment haben wir nichts Geeignetes für eine Gauss-Rifle, weil ich sag mal, 15 Tonnen ist natürlich richtig krank. Deswegen hatte dieser Jägermech gerade auch nichts anderes mehr. Naja, okay, gut. Ist dann halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Wir bräuchten sowas wie einen Mauler. Mauler perfekt mit, ich glaube, 90 Tonnen hat auch die Ballistikaufhängung und der hat nämlich auch den Platz quasi und die Tonnage, sowas tragen zu können. Weil ich sag mal, wenn ich dem Marauder, ich könnte die dem theoretisch geben anstelle der AK-5, aber dann müsste ich Panzerung runter machen, ich müsste die anderen Waffen noch wegmachen oder verändern. Das ist natürlich alles nicht so geil. Man könnte jetzt noch gucken, dass man so einfach mal ein bisschen was optimiert, weil ich sag mal, wenn wir jetzt zum nächsten Planeten reisen sollten, der wieder relativ entfernt ist und man dann aber irgendwie ja in der ganzen Zeit wieder nichts macht, ist das ja Quatsch. Deswegen sollten wir irgendwas optimieren. Zum Beispiel könnte man hier diese verbesserte LSR-20 hier reinpacken. Einfach für extra Damage. Man könnte hier den Medium. Warum habe ich eigentlich hier ein Medium und den Large in den Arm gepackt? Weiß kein Mensch.
gucken, dass wir einen verbesserten Large da noch reinpacken. Zum Beispiel diesen hier. Genau, und dann hier halt einen normalen Medium Laser einfach. 159 Stück, könnte ich mal ein paar von verkaufen, würde ich sagen. Cockpit Mod Gyro, alles geil, das bleibt so, wie es ist. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Double Heatsinks wären richtig cool. Der hat auch verbesserte Nahkampffähigkeit hier. Okay, den lassen wir aber erstmal so. Jetzt so, der Highlander gefällt mir eh ganz gut. Den haben wir jetzt gerade etwas verbessert. Bei dem Marauder wird hier quasi nicht viel gemacht. Der hat schon eine verbesserte AK-5. Ich habe die Laser in den Armen extra nicht verbessert, weil es halt nur die Armwaffen sind und die gerne mal leichter kaputt gehen. Phoenix Hawk, okay, der hat halt alles so relativ low, aber ist auch nicht so schlimm. Tja, die Banshee hat schon hier verbesserte Sachen. Da geht eigentlich nicht viel mehr. Der Grasshopper auch. Da geht nicht viel mehr. Small Laser noch in verbesserter Version, aber haben wir irgendwie nicht wirklich geiles Zeug mehr. Das sind, glaube ich, nämlich alles die genau mit Damage Plus habe ich immer reingemacht. Den Battlemaster könnte man mal ein bisschen pimpen. Der war eh schon relativ lange nicht mehr im Einsatz hier. Obwohl er eigentlich ziemlich geil ist. Da könnte man mal verbesserte M-Laser reinpacken, weil die hat er immerhin alle im Torso. So, hier haben wir nur noch einen mit mehr Damage. Wir haben vier mit mehr Crit. Hier mit mehr Crit und verbesserter Treffergenauigkeit. Okay, machen wir mal so. Wir nehmen zwei von den verbessert dies und verbessert das da rein und zwei die anderen beiden hier rein. Dann nehmen wir den mit extra Damage natürlich auch mit. Und den mit extra Crit nehmen wir hier mit. So, und eine verbesserte KSR haben wir da bestimmt auch noch. SRM6. Ne, haben wir natürlich nicht. Hier haben wir eine mit extra Damage. Könnte man ihm geben und dann noch etwas Heatsinks oder so mitnehmen. Machen wir auch. Hier kommt einfach die fettere KSR rein. Eine Tonne Munition, da kommt man dann noch etwas weiter mit. Okay, ist nur eine Tonne Unterschied. Ja gut, und dann kriegt er für die eine Tonne halt einen Heatsink mit. Cockpit Mod ist schon drin. A-Mod hat er nicht. Ändert natürlich jetzt nicht super viel der eine Heatsink mehr, aber immerhin. Jetzt hat er seine 7 Medium Laser und 2 Small und die KSR4 ist also reiner Nahkämpfer. Heavy Brawler und Close Assault, genau, ist aber okay, machen wir mal so. Ich meine, deswegen fällt er auch so oft aus, weil der muss halt immer rein, der kriegt halt immer auf Schnauze, ne? Aber wir haben jetzt die Feuerkraft ordentlich erhöht. Den lassen wir so, setze ich eh selten ein. Okay, der Rest bleibt jetzt einfach mal so. Ich würde gerne geiles Zeug in den Zeus setzen, aber der ist so, ich sag mal, relativ fragil. Ich hatte den zwar aufgepanzert und so, aber erstens mal kommt er nicht mehr weg, wenn er einmal drin ist. Und hier, da ist schon was Verbessertes drin, aber es ist ein Arm und die andere Hauptwaffe ist auch im Arm. Es geht mir immer dann ein bisschen auf den Sack mit den Armwaffen, wenn die dann kaputt gehen oder so. Können trotzdem mal eben gucken, wenn ich mehrere verbessere, denn ich habe überhaupt keine LSR, doch hier eine normale LSR-15. Sonst hätte ich gesagt, hätte ich jetzt mehrere verbesserte LSR-15, dann würde ich da vielleicht doch mal eine nehmen. Das Ding hier macht 15 mal 4 Schaden und die verbesserte hier macht 10 mal 6 Schaden, also 60 Schaden. Und die, das heißt, diese verbesserte LSR macht genauso viel Schaden wie die hier, aber wahrscheinlich weniger Stability Damage. Okay, heißt also für mich, ich packe die verbesserte rein und mit der Tonnage, die über ist, bekommt der Herr jetzt noch, ich könnte ihm einen Laser geben. Ja, genau, er kriegt einen Laser und einen Heatsink. Das macht ihn ja auf jeden Fall besser. Und wir werden das so machen. Er bekommt drei von denen. Und hier bekommt er ja, auch den mit etwas mehr Crit. Und noch einen Heatsink mehr. Und wo wir schon dabei sind, kriegt er natürlich auch hier noch einen Cockpit-Mod. Ziemlich geil.
2 Tonnen LSR-Munition sind übertrieben für eine LSR-10. Die wird der eh niemals aufbrauchen und verballern. Also eher unwahrscheinlich. Man könnte jetzt also noch eine Tonne rausnehmen und eine Tonne Panzerung draufpacken. Ja, mache ich auch. Damit kann er natürlich jetzt nicht mehr so lange im Kampf bleiben wie manch anderer Mech. Aber wir sind jetzt hier im gesamten Oberkörperbereich maximal aufgepanzert, was ziemlich geil ist. Sehr schwach im Rücken, aber dieser Mech soll sowieso auf Distanz bleiben und immer die AK-10 und LSR schießen. Oder im Idealfall auf so eine Distanz gehen, wo er die M-Laser noch mitschießen kann, mal von Zeit zu Zeit. Kann er eh nicht immer wegen Hitze. Aber gefällt mir ziemlich gut. Finde ich ganz gut so. So, wie ihr seht, haben wir jetzt aber alles nur so Sachen, die relativ wenig Zeit in Anspruch nehmen hier für Modifikationen. Aber mir fällt ehrlich gesagt nichts Besseres mehr ein. Natürlich könnte man hier nochmal ein bisschen durchgucken, hier den Grasshopper optimieren oder so. Funktioniert aber auch so ganz gut, deswegen könnte man es auch einfach lassen. Das Ding hier ist eh der Knaller mit 2 KSR4, 2 KSR6 und 2 Medium Lasern. Hatte vorher mal 3, habe ich irgendwie geändert. Letztens super geil, der geht richtig ab. Naja, aber wir lassen es erstmal so. Wir gucken mal für Spaß noch, was hier an Contracts ist und noch einmal eben in den Shop und nach Piloten. Okay, hier könnte man tatsächlich sogar noch ein, zwei mitnehmen, finde ich. Oder drei, weil ich sag mal, Dreier Schwierigkeit ist jetzt nicht ganz kacke. Das alles machen wir, gibt es hier keinen Shop? Ach so, nee, wir sind ja hier in im taurischen Gebiet wahrscheinlich. Da darf ich eh nichts kaufen. Ja, weil hier verfeindet und so. Naja, okay. Gut, vielleicht nehmen wir die anderen Missionen nochmal mit. Das machen wir aber nicht mehr in diesem Video, sondern in einem der nächsten oder im nächsten. Deswegen würde ich sagen an dieser Stelle, danke fürs Zugucken. Schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid, auch bei der Kampagne so lange dabei geblieben seid. Gibt noch ein paar andere Games, die immer mal angezockt werden. Ich hatte zum Beispiel letztens nochmal so ein Warhammer-Spiel hier gesehen bei mir auf Steam. Das hatte ich mal eine ganze Zeit gezockt. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Da spielt man mit so Mechanikus-Leuten und kann die so ausstatten und also so Tech-Priester und sowas. Ist so rundenbasiert, ziemlich geil. Auch ganz okay von der Grafik. Ist nicht überragend das Spiel, aber ist schon cool. Vor allem, weil man die Tech-Priester alle so individualisieren kann und deren Gefolge anpassen und so. Sehr cool. Vielleicht zocke ich das auch mal an, weiß ich aber noch nicht. Naja, schauen wir einfach mal. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, denke ich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.